Die Highlights der Lausitzer Füchse werden euch präsentiert von Mucke und Weinholdbau GmbH. Neu- und Umbau, Zimmerer und Dachdeckerarbeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus der Eisarena in Weißwasser zum heutigen zweiten Spieltag der DL2 in der Saison 2023-2024. Ihre Kommentatoren am heutigen Abend sind an meiner Seite Christian Rösler und Marco Braun. Ja, hallo, herzlich willkommen natürlich auch unseren vielen, vielen auswärtigen Zuschauern in nah und fern, natürlich alle in und um Ravensburg. 3 auf 2. Nick Latta. Und 1-0 für die Ravensburg Tower Stars. Torschütze Nummer 91, Jürgen Eichinger. Ja, also da hat man hier vom Prinzip her da weitergemacht, wo man in der ersten Sekunde des Spiels angefangen hat. Sofort Druck aufs Tor und hat natürlich hier sofort die erste Gelegenheit genutzt. Ob der vielleicht abgefälscht war von Sam Hör vorm Tor. Hier sehen wir es vielleicht. Ja, kommt sich für Nikita Quapp. Nein, ich glaube, der war nicht abgefälscht, ging durch. Ja, Arme der Schiedsrichter bleiben unten. Das ist eine extrem eingespielte Mannschaft ist, wo die entsprechenden Automatismen schon besser ablaufen als bei den Füchsen. Ja. Riesenchance für die Füchse. Gut gespielt von Järvelein vor das Tor. Ja, Olli Granz kommt jetzt doch auf die Strafbank. Hier sehen wir es nochmal. Ja, ist nicht im Bild. Schade. Gegen die Nummer 92 der Lausitzer Füchse Jay Kugler 2 Minuten wegen übertriebener Härte und gegen die Nummer 23 der Ravensburg Tower Stars Oliver Granz eine 10 Minuten Disziplinarstrafe wegen sportlichen Verhaltens. Okay, also Olli Granz kriegt 10 Minuten wegen unsportlichen Verhalten. Jay Kugler kriegt 2 Minuten wegen übertriebener Härte. Wir spielen 4 gegen 4 weiter. Ein guter Pass. Der geht hallo. Riesenparade von Ilya Scharipow. Riesenchance nochmal für die Füchse. Aber genauso eine Riesenparade von Ilya Scharipow. Eigentor der Füchse. Dominik Boac hält den Schläger rein in der Absicht, die Scheibe zu klären. Und schon steht es 0-2. Hier sehen wir das gleiche nochmal. Ja, unglücklich. Aber auch hier, Luis Latta geht gut zum Tor. Provoziert das sozusagen, dass Dominik Boac die Scheibe abfälschen muss. Gut gemacht von Toni Ritter. Mann. Riesenchance für die Füchse auf der langen Ecke. Eichinger. Und die Scheibe zum Tor. Auch hier wieder Scheibe zum Tor gebracht. Unübersichtlich abgefälscht. Nikita Quapp wusste nicht, wo die Scheibe ist und plötzlich steht es 0-3. Sam Hör, der Torschütze. Ah. Nicht Sam Hör, Jürgen Eichinger müsste der Torschütze gewesen sein. Guter Block von Fabian Dietz. Glatter. So, Herr. Glück für die Füchse. Immer den schnellsten, direktesten Weg nach vorn wählen.
Gut gespielt. Reitkreuz. Schöner Pass. Kolenski. Und noch hier wieder. Wie immer bei ihr, Scharrenkopf. So, das Spiel ist aus. Die Lausitzer Füchse unterliegen den Gästen, den Ravensburg Tower Stars, mit 0:3. Ich denke, Christian, wir haben schon mehrfach betont während der Übertragung, ein sehr souveräner Auswärtsauftritt der Tower Stars mit einem letztendlich absolut verdienten, auch in der Höhe verdienten Sieg, obgleich die Lausitzer Füchse sicherlich Chancen hatten, aber das Scheibenglück heute, weiß Gott, nicht bei den Füchsen lag.